Es wird Zeit für ein neues Projekt hier auf dem Kanal und auch auf Twitch. Landwirtschaftssimulator 22 passt hervorragend rein auf diesen Kanal und damit auch dickes fettes Dankeschön an Giants fürs Sponsern des Games. Mit dem LS22 starte ich in eine neue Serie, gefolgt vom LS25 natürlich. Aber zunächst heißt es erstmal das Game kennenlernen und dementsprechend rein jetzt hier, ab ins Game. Gucken, was kann das Game und im Idealfall auch mit deiner Hilfe das Game kennenlernen und rauskriegen, wie das Ganze hier funktioniert. Also rein hier in den LS22, Farming Simulator 22. Ich bin mega gespannt. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Fans vom Farming Simulator. Auch schon in der Community. Viele von euch zocken das Game ja schon seit langem. Und ja, ich habe auch schon mal Farming Simulator gespielt, vor Jahren, ungefähr eine Woche. Und das war auch sehr witzig, gerade so im Multiplayer. Aber ich habe nie das Ganze so richtig verstanden, war da nie so richtig drin und bin jetzt allerdings mit dem 22er und den ganzen Mods tatsächlich ganz interessiert daran, wie das Ganze denn so läuft. Denn man sieht, es gibt eben auch ganz viele verschiedene Erweiterungen dafür und gerade diese Produktionsketten machen das Ganze natürlich super spannend. Ich habe mir verschiedene Mods heruntergeladen für das Game. Das hat ja wahnsinnig viele Modifikationen, das Game. Und ich starte in eine Singleplayer-Kampagne jetzt hier rein. Im Hard-Modus. Ich habe es noch nie gezockt, das Game. Also noch nie Solo gezockt, beziehungsweise noch nie den 22er gezockt. Ich gehe rein in die Karriere. Bei 0 beginnen auf schwer. Wenn, dann muss es schwierig sein. Und ich muss sagen, ja, ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Aber das Ziel wird es sein, und da gab es auch eine coole Modifikation, das Ziel wird es sein, eine Fischzucht aufzubauen. Und ich bin super gespannt, ob wir das hinbekommen. Und es geht los. Rein in den Charakter hier. Den hatte ich mir sogar schon zusammengebaut. So lassen wir den hier. Jawohl, schön mit der Latzhose. Entspannt mit der Sonnenbrille. Perfekt. Und so stehen wir auch schon hier auf dem Acker. Und jetzt heißt es von Null beginnen. Und zwar von Null auch für mich. Denn ich habe hier noch nie irgendwas gezockt im LS22. Ich habe mir einige Infos reingezogen. Ich habe mir einige Tutorials reingezogen. Ich habe mir verschiedene Kanäle angeguckt, wo man schon sieht, wie das Game so einigermaßen funktioniert. Trotz allem ist es für mich absolut neu. Das heißt also für dich, wenn dir irgendwas auffällt, wo du sagst, Alden, probier doch mal dies, probier doch mal das. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Hilft mit Sicherheit. Ich lese mir das mit Sicherheit auch alles durch. Denn ja, ich brauche Infos, 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 Infos zu dem Game, wie das Ganze hier startet. Ja, wie gerade schon gesagt, die Fischzucht ist das Ziel. Das bedeutet aber auch, dass wir alles benötigen, damit die Fischzucht eben funktioniert. Jetzt gucken wir gerade mal kurz rein, wenn man in diesen Baumodus geht. Unter Produktion war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Produktion. Da. Da gibt es Fischzucht. Das ist doch schon mal richtig cool. Und wir benötigen für die Fischzucht, damit dann am Ende die Lachse rauskommen, damit der Lachs auch lüppt, brauchen wir, ich glaube, das ist Mais, sollte so sein. Bohnen, Sojabohnen maybe. Das ist, glaube ich, ein Dünger und eine Getreideart. Bedeutet also, letzten Endes brauchen wir alle Basics für diese drei Früchte und genug Geld, um eben diesen Dünger herzustellen oder zu kaufen. Wahrscheinlich kauft man sich diesen Dünger, damit wir eben die komplette Versorgung haben eben für die Fische. Und bevor wir das nicht haben, gehe ich natürlich auch nicht rein in die Fischzucht. Wir haben relativ wenig. Oh, hier ist das. Ach, ist das cool. Da ist das. Ein Riesenbecken. Da ist das schon. Mit Zulauf, mit Ablauf.
Da vorne kommt die Nahrung rein. Ich glaube, daneben ist direkt so eine Art Kühlschrank oder sowas. Ja, richtig, richtig cool. Und von diesen Becken, mal gucken, wie viel wir halt so hinkriegen. So 3-4 Stück, da muss ja auch ein bisschen Cash bei rumkommen. Und dann mal sehen, wie viel das denn bringt. Diese Becken an sich, wir sehen, die sind gar nicht so teuer. 20.000, das ist, glaube ich, irgendwie ganz okay, noch im Rahmen. Die Frage ist, wie viel kommt dabei rum? Wie ergiebig wird das dann am Ende sein? Und kriege ich überhaupt die gesamte Produktionskette hier hin? Das Ganze wird natürlich hier aufgespaltet zwischen YouTube und zwischen Twitch. Das heißt, auch auf Twitch wird es immer wieder Livestreams geben mit dem LS22. Wenn du Bock hast, das nachzugucken, auf Twitch sind zurzeit die VODs, die Videos eingeschaltet. Das heißt, die Videos werden automatisch gespeichert oder der Livestream wird automatisch gespeichert. Dann kannst du das da auf jeden Fall immer nachgucken. Ich schaue mal, ob ich das auch vielleicht direkt uploade, ob ich das direkt hinterher schicke hier, den Livestream dann auch nochmal auf YouTube, damit man eben auch hier nichts verpasst. Ja, jetzt heißt es ein Feld kaufen und ich muss erstmal schauen, wie das alles funktioniert. Ich habe ein bisschen rumprobiert, ich habe mich ein bisschen mit den Tastenbelegungen vertraut gemacht. Ich habe einige Mods drauf. Übrigens, wenn du Infos hast zu verschiedenen Mods, die vielleicht ein Must-Have sind, gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Gucke ich mir gerne an, ob das was ist. Wichtig für mich, das soll jetzt nicht irgendwie großartig das Game hart beeinflussen, sondern einfach vielleicht das Ganze ein bisschen runder machen, ein bisschen ergiebiger oder ein bisschen komplexer auch machen. Das wäre schon irgendwo interessant. Ja, wir gucken mal eben. Land, ich glaube hier unten war es genau, Land kaufen. Wir sind relativ arm. Wir müssen echt gucken, dass Cash reinkommt. 500.000 auf dem Konto und ich, soweit ich weiß, startet man mit diesen 500.000 als Schulden sogar. Bedeutet also, wir haben monatlich auch noch Abzüge und dementsprechend sollte man hier mit einem relativ kleinen Feld eben auch reingehen. Ja, was zusätzlich drin ist, das ist glaube ich auch nicht standardmäßig drin, das ist das hier. Precision Farming, das ist auch schon so eine Mod, die eben hier auch noch ein paar Zusatzinfos zu den verschiedenen Bodenbeschaffenheiten und so weiter bringt. Welche Lehm- oder welche Bodenarten hier drauf sind, die gibt es ja quasi direkt bei Giants zum Runterladen. Und da gucken wir einfach mal, wie das denn aussieht. Ich glaube, das hier ist relativ klein. Ja, guck mal, der Wert hier. Ich habe einen Kontostand. Ich hocke da gerade so ein bisschen vor von 500.000. Hier ist der Wert von 56.000. 56.000 an Wert. 141.000 für den Hektar. Das hier ist günstiger. Land Nummer 3. 80. 90.000, was haben wir hier unten? 70, nochmal günstiger, Feld Nummer 12. Wobei, hier sehen wir auch schon, Ertragspotenzial ist eher schlecht. Ich will allerdings, ich will ja erstmal starten mit so ein paar Basics, das heißt wahrscheinlich Gewächshäuser oder sowas, irgendwo, wo ein bisschen Geld reinkommt. Das 100 noch was, okay, die sind viel größer. Ich glaube, ich fange mit der 12 an. Warum ist das so teuer? Wert 91, Wert 60, Wert 49. Ich glaube, das ist das günstigste. Ich fange mit der 3 an. Wir rennen mal hin zum Feld Nummer 3. Wir waren, glaube ich, hier in der Nähe. Feld Nummer 3. Hier haben wir so ein bisschen eine Übersicht. So, machen wir mal so groß. Feld Nummer 3 ist, glaube ich, da vorne. 48 auf der Minimap. Also, ich schaue mir das mal eben an. 49 ist dieses hier. Oh, hier stehen auch schon Sachen drauf. Und zwar haben wir hier Kartoffeln drauf. Ich bin traumatisiert mit Kartoffeln. Und hier sind Zuckerrüben. Okay. Was nehmen wir denn jetzt? Jetzt gucken wir gerade nochmal eben auf dieser Übersichtskarte. Und auf X. Und dann ist das hier. Okay, das ist das Feld. 49.000 an Wert. 82.580. Ich glaube, es gibt nichts Günstigeres, oder?
78, nee, 49, 82. Jetzt geht schon wieder los, die Frage. Ist das hier das, was ich zahlen muss? Also die 78 oder ist es das, was ich zahlen muss? 78.000 der Wert und in Hektar umgerechnet 89 pro Hektar. Okay, das ist das. Also es ist das, was ich zahlen muss. 7, das wird es wahrscheinlich sein. Ne? 49.000 ist schon echt gering. 91.000. Okay, wir nehmen das hier. Feld Nummer 3 ist tatsächlich das kleinste und das billigste. Und ich glaube, damit starten wir rein. Feld Nummer 3, das ist dieses hier. Das heißt, wir haben hier am Rand vielleicht sogar noch ein bisschen Platz. Naja, nicht wirklich viel. Und ich brauche ja so ein Farmhaus. Ich brauche irgendwie Platz für... Vielleicht muss ich hier was wegschneiden. Wie sieht es hier hinten aus? Am Ende sind da nochmal ein paar Bäume. Aber auch hier nicht mehr so wirklich viel Platz. Hier haben wir so einen Bach oder sowas, ne? Naja, oder so eine Pfütze. Ja, das wäre dann das erste Feld. Das günstigste Feld. Und mit diesen 500.000 müssen wir hier jetzt hier draußen ein bisschen Cash machen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach rein und kaufe das. Gucken wir einfach mal. Es kann nur besser werden. Von daher gehen wir jetzt hier rein. Feld Nummer 3, erstes Feld und kaufen. Da ist es. Auf der Leertaste. Ah, da steht es auch nochmal. Willst du es für 49.000 kaufen? Ja, es ist das billigste Feld. Deswegen kaufen wir das. Das heißt, wir haben noch 450.000 oben rechts in der Ecke stehen und sind jetzt schon ordentlich geschröpft. Also, das war schon nicht wenig. Und jetzt geht es aber weiter. Wir brauchen natürlich verschiedene Artikel. Shift und P war es, genau. Shift und P, jetzt haben wir hier so ein bisschen eine Übersicht. Das ist unsere Area, Home Sweet Home. Und jetzt müssen wir überlegen, was machen wir damit? Was machen wir damit? Es gab immer wieder den Tipp, dass man mit Sachen anfängt, die automatisch ein bisschen Geld bringen. Also, ob wir irgendwie Energie verkaufen automatisch, ob wir die Gewächshäuser machen oder. Also irgendetwas, was halt so automatisch ein bisschen Geld bringt. Das heißt, ich gucke mal eben hier wieder in die Produktion rein. Dann gibt es hier zum Beispiel die Gewächshäuser. Auch hier ist es schon wieder eine kleine Mod mit drin. Hier, das sind die Standardgewächshäuser. Da kann man produzieren Salat, Erdbeeren, Tomaten. Ich finde es richtig, richtig cool, wenn man hier noch mehr produzieren kann, also verschiedene Gemüsearten einfach. Und die werden hier geboten. Also Salat, das sind glaube ich Bohnen, irgendwelche Beeren, Erbsen, nochmal eine Beerenart, Tomaten, Kartoffeln, Erdbeeren und Zwiebeln. Das ist richtig, richtig cool. Aber hier braucht man dann wieder einen Dünger, also Wasser, einen Dünger und so weiter. Das heißt, das wäre wieder etwas für später, denn das habe ich am Anfang wieder nicht. Und ich wüsste auch gerade tatsächlich nicht, wo ich das herbekomme. Und deswegen nehmen wir einfach mal das hier. Kostet zwar auch wieder 10.000. Und wir gucken mal eben, wie groß das Ganze denn hier wird. Kriegen wir das jetzt einfach so gebaut? Da ist es auch schon. Also, ich zoome mal eben ran. Und jetzt müssen wir mal gucken. Überlappend. Das gehört nicht dir, das Gelände. Ja, jetzt wäre natürlich schön zu sehen, wie groß wirklich mein Gelände ist. Soll ich hier einfach meinen Acker bepflanzen? Ich liebäugel damit, ne? Guck mal, so können wir das machen. Und ich würde hier einfach Teile von meinem Acker einfach platt machen. Ich sage dir, wie es ist, ne? Ich mache einfach meinen Acker platt. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich das beernten kann oder nicht. Aber ich habe auch keine... Guck mal, so hier. Genau so. Zack. Gepflanzt. So. Das ist doch nice. Und dann machen wir direkt daneben das nächste Teil. Vorne anschließend. So. So leicht, leicht versetzt. Genau so. Vorne an die Kante. Zack. Und kriegen wir noch einen dritten hin. Ich glaube, drei Stück wären nicht schlecht. Wir haben ja auch drei verschiedene Fruchtfolgen, sozusagen drei verschiedene Fruchtarten. Und dann haben wir hier drei Gewächshäuser. Bam! Mal eben raus.
Und das hier ist der Start unserer Agrarwirtschaft. Jawohl, in verschiedenen Bereichen. Also wir starten hier rein ins Gemüse. Und hier sind drauf Zuckerrüben im Wachstum. Wachstumsphase 6 von 7. Erforderlich nur Pflegereifung. Okay, da müssen wir drauf achten. Erwarteter Ertrag 55%. Aber für Zuckerrüben weiß ich jetzt natürlich nicht, ob wir die überhaupt hier so abernten können. Vielleicht muss ich mir sowas ausleihen oder sowas. Man kann sich auch Sachen ausleihen, dass ich dann hier mit dem Ernterlangbretter einen Traktor will ich mir auf jeden Fall auch holen, einen kleinen Traktor. Dann brauchen wir eine Wasserversorgung, denn hier die Gewächshäuser benötigen ja alle Wasser. Meine Farm gehört zu mir. Wie kann man? Hier mit R ist es, genau. Und hier sehen wir das auch schon. Genau, Gewächshaus 1, 2 und 3. Und jetzt könnte man sagen, wir machen hier Gewächshaus 1, sagen wir mal, die Tomaten. Können wir das schon aktivieren? Nee, ich aktiviere das mal noch nicht, weil ich habe ja noch kein Wasser hier drin. Hier ist das zweite, wäre dann vielleicht Salat. Okay, das braucht 2 Wassereinheiten für einen Salat. Und das dritte dann auf Erdbeere, das macht eine Wassereinheit für 2 Erdbeeren. Was jetzt davon am effektivsten ist, werden wir sehen. Ich werde das erstmal produzieren lassen und mal gucken, was denn dabei so rumkommt. Warte mal, Salat, Tomaten, Produktionskosten pro Monat 2. Also es kommt auf jeden Fall, wenn wir Wasser haben, kommt da die Produktion schon mal in Gang. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben 420.000. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwie eine Unterkunft. Also eine einfache Wohnung. Halle, Silos und so weiter. Produktion, Tiere, Deko. Gebäude. Hallen. Worunter läuft das denn? Produktion wahrscheinlich nicht. Dekoration. Hallen, Silos, Container, Tools, Farmhäuser. Hier ist es doch. Und wir nehmen natürlich das Billigste. Kostet 20.000, dann habe ich immerhin noch 400.000. Das Billigste. Wie weit? Oh, guck mal, ich kann auf der anderen Straßenseite. Das ist ja top. Ja, da gehen wir natürlich hin. Auf die andere Straßenseite. Und das passt doch hervorragend. Na, kann ich noch ein bisschen zurück? Überlappende Objekte. So machen wir das hier. Zack. Tipptopp. Also, dann haben wir das und hier hinter ist auch schon direkt der Abhang. Aber mir reicht das doch. Ich habe hier eine kleine Bude, ich habe hier meine Gewächshäuser. Das ist doch hervorragend. Da kann doch schon schön, da können wir doch schön schon mit starten. Und jetzt heißt es auch noch, das Geld sinnvoll zu nutzen. 400.000 ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schon mal ein bisschen Cash reinkriegen. Und da gab es verschiedene Tipps. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, dass man hier Generatoren oder schon mal Strom produziert und verkauft. Und da gucke ich auch gerade noch mal eben rein. 400.000. Was ist denn, wenn wir das hier nehmen? Wäre eine heftige Investition. Aber wir würden pro Monat 13.900 schon bekommen. Das heißt, in 10, 12, in einem Jahr ist das ja quasi schon wieder drin. Und danach kommen wir auf jeden Fall wieder in den Plus, ins Plus. Wenn wir was Kleineres nehmen, haben wir zwar immerhin noch 1.000 im Monat, aber hier sind 8.000, 13.000. 13.000, 8.000. Und das ganz große, ja gut, da ist so viel Silber, sag ich schon, so viel Euros haben wir nicht. Ich liebäugel damit. Das sind 150.000. Alter, ist das riesig. Aber es ist ein riesen Windrad. Das ist doch krass, Alter. Will ich das hier nehmen? Ja, Mann, guck mal hier. So, hier so einfach. Hoffentlich ist da keine Kollision drin oder so, ne? Das Land gehört mir wieder nicht. Aber guck mal, wenn ich das so mache, hier schön neben meinem Farmhaus, dann haben wir hier schon mal gut Cash. So, warte mal. Da sind so ein paar. Da, so die Streben. Da. Oh, warte, ist es unterschiedlich?
155 und es kostet mich ein bisschen was wegen dem Platzieren. Wahrscheinlich muss man so Terraforming immer noch ein bisschen machen. Ja, also kostet es immer ein bisschen mehr, wenn man was platziert. Das ist gut zu wissen. Ich platziere das jetzt mal da so hin. Ja, ja, machen wir mal so. So, zack, platziert. Und schon haben wir eine Einnahmequelle. Unsere erste Einnahmequelle hier. 13.900 im Monat. Jetzt langsam, ja, jetzt wird die Kohle so langsam knapp. Jetzt brauchen wir, damit das auch läuft, Wasser. Und wir müssen das Wasser transportieren. Das heißt, ich gehe mal aus diesem Baumenü raus. Alter, ist das riesig. Kann ich da raufklettern? Nee. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Das wäre es ja gewesen. Schade. Das wäre ja krass gewesen. Okay, wir haben hier diese Seile, diese Abspannseile. Ich glaube, die sind aber nicht. Nee, ist keine Kollision damit. Das heißt, die stören nicht. Jetzt brauchen wir einen Traktor und eine Wasserversorgung. Genau, auf P ist das. Wir haben hier die Traktoren. Und da wir ja demnächst auch noch ein Feld pflügen wollen und so Sachen, nehme ich schon mal ein bisschen was Vernünftigeres. Allerdings würde ich doch gerne gucken, dass wir hier jetzt nicht so teuer sind. Wir haben 240.000 noch. 240.000 und lecko funny sind diese ganzen Traktoren hier alle teuer. Dazu kommen noch irgendwelche Modifikationen, die wir vielleicht noch brauchen. Oh, der ist billig. Wahrscheinlich ist der aber auch billig. 150 PS. Was ist denn hier so einer? 160 bis 180 PS. Kostet aber auch schon fast das Doppelte. 200 Liter. 25 km/h. Okay, der ist auch super langsam. Was haben wir denn hier vorne bei den einfachen ersten Produkten? Hier. Der MF. 170 PS. 300 Liter. 40 km/h. Das ist doch schon mal besser. 100.000, einen guten John Deere? Sollten wir einen guten John Deere nehmen? Was ist der beste Traktor? Darf man diese Frage überhaupt stellen? Ist John Deere der beste Traktor? 100.000. Wo ist denn der Unterschied? Ach, guck mal, der hat hier vorne schon was. Wo ist denn der Unterschied? Oh, guck mal, auch 100.000. Also ich denke mal, so um die 100.000 ist wahrscheinlich nicht so schlecht. 175 PS, 40 km/h. Langsamer, 190. Mehr PS. 190. 40 km/h. 250 Liter. Was steht denn da? Manuell und Lastschaltung. Lastschaltgetriebe, manuell und Lastschaltung. Was auch immer das ist. Was haben wir noch mit ungefähr 100.000 hier drin? Ich glaube sonst nichts, ne? 118.000. 50 km/h stufenlos, was auch immer das bedeutet. Okay. Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich glaube, ich gehe einfach auf diese gute John Deere Quality. Ob das ein Deal ist? Der John Deere? Und wir gucken da einfach mal eben rein. Es ist auch erstmal noch der günstigste. Und der hat hier vorne irgendwie so eine Kurbel. Vielleicht ist das auch wichtig. So ein Anschluss da vorne. Hinten natürlich auch. Und eigentlich sieht er doch ganz geil aus. Das ist doch schon ein schönes Teil. So, Reifen kann man ändern. Ja, macht das jetzt einen Unterschied? Nö. Nö. Oh, warte, die sehen ja cool aus hier. Ja. Yeah. Ja. Machen wir erstmal die Reifen und dann machen wir hier Reifenvariation Standard. Kommunal. Ah, Standard 1, Standard 2. Ne, da müssen wir mal gucken. Hier, Pflegebereifung brauchen wir. Pflegebereifung. Und die gibt es vielleicht auch gar nicht überall. Das heißt, wir lassen das einfach hier drauf. Pflegebereifung. Frontladeraufbau. Jetzt gibt es da verschiedene Firmen und die kosten beide gleich. Und ich weiß nicht, da ist mein Latein komplett am Ende, beziehungsweise noch nicht mal angefangen.
Wo ist der Unterschied? Das eine ist ein bisschen länger, das andere ist ein bisschen kürzer. Ich nehme erstmal das hier. Sieht ein bisschen größer aus. Was haben wir hier noch? Isara Pro Kompakt. Was auch immer das ist. Kostet 14.000. Oh, da steht es hier auch schon. Isara Pro Kompakt. Misst den wirklichen Stickstoffbedarf der Pflanzen. Während der Überfahrt mit den Sensoren erhält man präzise Daten über den benötigten Stickstoff. Okay, das ist bestimmt aus dieser Modifikation. Oh Mann. Oh Mann. Was sagt der Preis? 116.000. Ob man das nachrüsten kann? Wahrscheinlich könnte ich es nachrüsten. Benötigt diesen Sensor... benötigt dieser Sensor Tageslicht, um zu arbeiten? Im Vergleich zum Proaktiv benötigt dieser Sensor Tageslicht. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich werde ich eh nur am Tag rumfahren. 15.000. Daten, eine genaue Düngung möglich, was letztendlich zu einer höheren Ertrag führt. GPS, ja, auch nochmal 15.000. Okay, das sind 132.000 für den LKW. Brauche ich das wirklich? Ich hätte da noch 100.000. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, das wird passen. Ich kaufe den jetzt so, wie er ist. Kennzeichen? Brauchen wir ein Kennzeichen? Na klar. Oh, warte mal. Kann ich den farblich ändern? Darf man einen John Deere farblich ändern? Was sagst du dazu? Ich darf doch bestimmt einen John Deere farblich ändern. Ne? Kann man den hier ändern? Kaufen, Zoom, Heranzoom, ändern. Das ist nur das Kennzeichen. Ich glaube, ich kann ihn nicht ändern. Ich glaube, ich kann ihn nicht ändern. Das wär's, oder? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Ich kann hier das Kennzeichen kann ich ändern. Was passt denn da drauf? Da passt nicht so viel drauf. Typ. Da passt einiges mehr drauf. Ja. Kriegen wir da irgendwas hin? Was haben wir denn hier? So. Bindestrich. Farm. Hervorragend. Hervorragend. Passt doch. Dann machen wir das noch schön in Rot oder Orange. Beste. Okay. Der Firefarm-Traktor. Dann haben wir das doch. Und den müssen wir jetzt nur noch kaufen für 131.950. Steht am Händler abholbereit. Okay, jetzt geht's zurück. Jetzt brauchen wir immer noch einen Anhänger für die Wasserversorgung. Und dann brauchen wir Wasser. Und da müssen wir schon Wasser holen. Und zwar brauchen wir einen, nimm zurück, hier Transport, hier Haltung, einen Wassercontainer, einen Wasseranhänger, 10.000 knapp. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bereifung Standard, breit, okay, Standard. Wir brauchen da nichts anderes, kostet nur noch extra. Und wir haben kein Geld für extra, von daher kaufen. Jawohl. Erledigt. Steht auch bei Händler. Mann, 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 Mann. Wir haben ja Cash ausgegeben ohne Ende. Ich habe von anfänglichen 500.000 jetzt noch 103.000. Und selbst die 500.000 waren, soweit ich weiß, ausgeliehen. Aber ich weiß es nicht mal, weil ich das gar nicht sehe. Oder sieht man das hier? Guck mal hier. Hier, Kredit. Nee, wir haben einen Kredit von 200.000. Das ist doch gut. Das ist gut. Wir haben den Kredit von 200.000. Das ist gar nicht so viel. Das geht doch. Ab in den ersten Traktor. Ich hoffe, das passt vom Sound. Ja, wir können, glaube ich, sogar ein bisschen lauter gehen. Den Motor starten. Jawohl. Ich dachte, er startet automatisch. Muss ich das noch einstellen? Das muss ich wahrscheinlich einstellen.
Da muss ich auch mal gucken. Gibt es irgendwelche wichtigen Einstellungen? Also wenn du da Tipps und Tricks hast, auch gerne Bescheid sagen. Irgendwelche Einstellungen, wo man sagt, ja, also das solltest du auf jeden Fall, weil macht das Ganze einfach ein bisschen entspannter. Ich meine, ich habe hier schon, also ich gehe ja tryhard-mäßig rein, am Limit. Aber das muss ja auch irgendwie funktionieren, ne? So, geil, Alter, der erste fette LKW, sag ich schon. Der Traktor hier schön mit dem fetten Schlepper, mit dem geilen John Deere. Der sieht auch schon urig aus, alleine mit dieser Antriebswelle da vorne. Warte mal, hat er... Jawollo! Und Rundumbeleuchtung hat er auch. Ist das der Hammer. Kamera wählen. Jawohl! Geil, Alter, ich sitze im Traktor. So, wo muss ich denn hin? Wo bin ich denn hier überhaupt? Wo bin ich denn hier? Ach, hier oben, glaube ich, oder? Ah, so kann man. Ja, ja, ach, guck mal, ist sogar mit Markierung. Hier oben bin ich und wir hatten Feld, es ist blau markiert. Wie komme ich denn da hin? Hier über den Acker, also die nächste links abbiegen, also mal rechts abbiegen, links abbiegen und dann hier über den Feldweg. Ja, rechts abbiegen, links abbiegen, da kommt gerade keiner. Und gib ihm, jawohl. Ja, passt doch, von der Lautstärke ist, glaube ich, auch ganz okay, ne? So. Kamerasicht. Sauber. Perfekt. Ach, warte mal. Ja, genau. Ich biege jetzt hier ab. Und wir brauchen ja direkt Wasser. Das ist ja der Grund, warum wir das hier haben. Und hier vorne fahren wir ja dran vorbei an einem Wasser. Da hinten schimmert es auch schon durch. Da schimmert es auch schon durch. Das heißt, wir brettern jetzt hier erstmal durch die Botanik. So halb rein. Und können jetzt hier auffüllen. Und dann sehen wir das auch schon. Ganz unten rechts in der Ecke. Der Tank wird jetzt gefüllt mit Wasser. Kristallklares Wasser übrigens. Wunderbar. Und da kriegen wir jetzt mal gucken, wie viele Liter das werden. Und wie viel wir in die Gewächshäuser pumpen müssen. 7300 Liter. 7300. So, wo war jetzt hier mein Feld? Mal gucken. Ich glaube, das ist dahinter, ne? Ja, ich muss hier durch. Na, das geht auch. Das ist jetzt nicht so weit weg. Ja, Mann, geiler Sound auch schon. Oh, kann ich vielleicht in den Bach auffüllen? Ob der Bach ausreichend ist, um hier Wasser aufzufüllen? Das muss ich gleich mal testen. Hier ist diese Pfütze. Und das hier ist doch unser Acker, ne? Ja, das hier ist unser Acker. Und die Gewächshäuser. Geil, Alter, sieht schon cool aus. Boah, ich hätte so richtig Bock, also auch mit diesen Gewächshäusern. Ich hoffe, dass sich das irgendwie lohnt, ne? Wir haben ja jetzt hier echt nicht viel Platz, ne? So, komm mal, jetzt haben wir hier das erste Gewächshaus. Fahren wir mal schön daneben. Und überladen vom Wasser mit I. Und da können wir schön reinfüllen. Da unten haben wir es, die Anzeige. Und damit befüllen wir jetzt das erste Gewächshaus. Ich baller mal einfach voll rein. Mal gucken, wie lang das, wie viel das ist und wie viel... Okay, wir sind auf Null. Motor ausschalten. Okay, komme ich hier rein? Ach, mal eben rüber geklettert. So, und mal nachschauen, wie sieht das denn aus? Oh, okay, da geht ja noch einiges rein. Okay, das war jetzt ein Drittel, ungefähr ein Drittel, würde ich sagen. Ja, das heißt, wir kriegen hier gut noch zwei Ladungen rein. Ja. Aber ich würde erstmal sagen, ich befülle jedes Gewächshaus einmal. Und dann haben wir schon mal eine schöne Basis. Dann aktivieren wir noch alles gleichzeitig. Und im Anschluss, ja genau, dann aktivieren wir, füllen hier aus, welche Fruchtart hier angebaut werden soll. Und dann geht es los. Also, direkt nochmal wieder zurück. Wasser auffüllen und ja, die Gewächshäuser befüllen.
Oh, warte. Erstmal nochmal schnell testen. Kann ich hier in der Pfütze? Wahrscheinlich nicht. Nein. Also hier in der Pfütze gibt es nirgendwo irgendwie eine Anzeige. Opa, ja, jetzt habe ich mir hier festgefahren. Dass ich hier irgendwo das auffüllen kann. Okay. Ich muss zurück zum See. So, auch der ist wieder voll gefüllt. Und dann heißt es direkt wieder ab auf die Straße und zurück. Ja, der Weg ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Die Entfernung ist gar nicht so weit. Das heißt, das kann man ratzfatz mal eben machen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie viel Verbrauch haben wir jetzt dann tatsächlich? Also, wie viel Wasser verbrauchen die drei Gewächshäuser? Da bin ich wahnsinnig gespannt, ob ich hier die ganze Zeit jetzt Wasser fahren muss. Das wäre natürlich uncool. Aber ich denke mal, so ganz ewig viel kann das ja auch nicht sein, ne? Das werden wir sehen. So, einmal hier rüber. Hoppala. Oh, nicht über den Acker. Ach nee, ich habe ja diese Pflegebereifung. Aber der Anhänger hat das nicht, oder? Nee, der Anhänger hat das nicht. Ob ich damit was kaputt mache? Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch echt nicht, was ich hier mit diesen Feldfrüchten mache, ne? Die Rüben waren da drauf und die sind noch nicht ganz erntereif. Das heißt, da muss ich wirklich gucken. So, jetzt ist der zweite hier markiert. Da muss ich wirklich gucken, was ich damit mache. Im Idealfall kann ich dann damit irgendwie ein Gerät ausleihen, das eben abernten, wenn mir das alles gehört. Das wäre ja nicht schlecht. So, fertig. Und dann befüllen wir noch den letzten, das letzte Gewächshaus und dann haben wir es. So, und wieder angekommen hier in der Pfütze. Sehr gut, direkt wieder auf Befüllen drücken. Und ab geht es. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auch auf den nächsten Landwirtschaftssimulator, LS25. Ich bin mega gespannt. Da gibt es ja nochmal wieder ganz neue Arten der Produktion und so weiter. Ich werde mich da aber auch gar nicht großartig spoilern lassen. Erstmal hier reinkommen in das Ganze, erstmal gucken und klarkommen. Also jetzt hier, wie gesagt, schön, erstmal mit dem ganzen LS-Thema Landwirtschaftssimulator erstmal vertraut machen, Tastenbelegung und so weiter. Was ist sinnvoll? Und wenn man dann so ein bisschen Basic-Infos, so ein bisschen Basic-Wissen hat, dann rein da in das Ganze. Und dann am 12. November war es, ne? Soweit ich weiß. 12. November geht es dann los mit dem LS25. Abgefahren. Richtig, richtig nice, ey. Ich bin da schon so ein bisschen hot drauf, ey. So. Dann gucken wir mal. Letztes Gewächshaus. Oh, hier vorne ist noch die Tür offen. So. Direkt davor. Jawohl. Kann ich den Motor auslassen? Ja. Und jetzt I. Nee, ich muss den Motor starten. Sonst kann ich nicht abpumpen. Okay. Ich dachte, ich kann ein bisschen Sprit sparen. Wir haben schließlich nur noch 100.000. Und wer weiß, was ich noch alles kaufen muss. Apropos kaufen. Ich glaube, bevor ich was kaufe, muss ich erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Es gab doch diese ganzen Aufträge und sowas, ne? Da sollte ich vielleicht auch gleich nochmal gucken. Jetzt schalten wir mal eben kurz hier alles frei. So, abkoppeln. Jawohl, den stellen wir jetzt einfach mal so daneben. Motor aus. Sehr gut. Alter, ist das krass, was man schon alles hat für einen Anfang, ne? Und selbst das im Schwermodus. Oh, ich habe Licht angelassen. Nicht, dass da die Batterie ausgeht. F. Alles aus, ne? Ja. Okay. Und aussteigen. Ob die Batterie leer geht? Wahrscheinlich nicht. Krass.
Okay, wir gucken rein. Erstes Gewächshaus. Kann man die eigentlich benennen? Kann man die benennen? Großes Gewächshaus. Markierung setzen, aktivieren kann ich jetzt hier. Gewächshausproduktion. Warte mal, hier sind die ganzen Produktionsketten. Großes Gewächshaus. Ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Also wie gesagt, wenn dir irgendwann wo mal was auffällt, gerne sofort in die Kommentare reinschreiben, damit ich das fürs nächste Mal weiß. Wir starten mal jetzt hier einfach bei dem ersten. Ich drücke jetzt hier auf Tomaten und sag aktivieren. So, beim zweiten Salat aktivieren. Und beim dritten hier unten, da kommt zum Punkt, aktivieren Erdbeeren. Also wir haben jetzt jedes Mal einen Punkt, was hier aktiv ist. Und dementsprechend haben wir jetzt immer ein Gewächshaus für eine Fruchtart. Oh, warte mal, hier sehen wir auch schon die Erdbeeren. Nice. Gibt es hier noch Infos zu? Gehört dir Zuckerrüben? Okay, das betrifft jetzt den das Feld daneben. Betrifft nicht... Oh, warte, doch da unten. Ganz unten in der Ecke. Das betrifft jetzt hier die Erdbeeren. Und es wird in Litern wird da was berechnet. Wir haben Wasser. Und da tut sich so gut wie gar nichts. Aber die... doch jetzt. Das heißt, wir sollten jetzt, glaube ich, für zwei Erdbeeren ein Liter Wasser verlieren. Kann das? 10, jetzt geht es auf 4. Ja, alles klar. Okay, das ist ja super krass. Das ist ja super wenig. Mach zu, das Ding. Das ist ja super wenig, was hier an Wasser rausgeht. Trotz allem würde ich sagen, mache ich die irgendwann vielleicht die Tage nochmal voll. Oder wir machen das im Livestream oder so. Dass wir hier alles schön befüllen. Hoppala. Und dass wir dann zusehen, ja, dass die erstmal voll sind. Und dass die Produktion einfach hier läuft. Ne? Ein Wasser, eine Tomate. Hier sind Tomatensträucher. Ich sehe da noch... Doch, da sind so ganz kleine grüne schon. Ja, cool, ey. Nice. Und hier war der Salat. Salat, Alter. Hoffentlich wird der nicht matschig. Einfach Salat, okay. Ja, perfekt. Läuft. Perfekt, perfekt. Ja, wir haben alles. Ich würde sagen, so viel zum Start von LS22. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega und gefällt mir mega. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags läuft da ja immer Russian Fishing 4. Also schön rein in die Angelsimulation. Aber in den Tagen dazwischen, dienstags, donnerstags und sonntags, geht es neben dem Angeln auch immer noch in andere Games rein. Ja, und dafür ist dann natürlich hier der LS22 prädestiniert. Schön entspannt noch ein bisschen farmen und gucken, was hier so geht und wie das Ganze hier weitergeht. Ich bin mega gespannt darauf und demnächst geht es hier eben rapide weiter. Bevor es allerdings losgeht auf Twitch, startet das nächste oder kommt die nächste Folge nochmal auf YouTube. Also da gibt es nochmal eine Folge jetzt auf YouTube, direkt im Anschluss, wie es dann hier weitergeht. Und danach geht es dann erst im Livestream weiter und dann hat man so einen schönen Wechsel zwischen Livestream und zwischen LS22 hier auf YouTube. Petri, also bis zum nächsten Mal.